Hey Leute, in der heutigen Folge muss ich mich wieder als Kevin verkleiden. Ich muss ein paar Gangster schnappen und wenn ihr wissen möchtet, ob ich das schaffe, dann bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Und wenn ihr die Polizei von Bandido City unterstützen möchtet, dann schreibt doch Polizei in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und dem Video einen Daumen nach oben geben, wäre auch riesig. So, das war's Leute. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo Freunde, hier ist wieder der Ben und ich präsentiere heute wieder eine neue Folge auf Bandido TV und zwar Tony Undercover im Gefängnis. Okay Leute, dann hört mir mal zu. Wir machen das jetzt so, wie wir das gestern besprochen haben. Und genau so und nicht anders, habt ihr das verstanden? Okay? Na sowas. Sind Sie da schon wieder am Tuscheln? Ja, wie jeden Tag diese Woche. Ha, ich würde sagen, die planen doch irgendetwas. Das glaube ich auch. Und wir müssen herausfinden, was. So Leute, wenn wir es dann erstmal geschafft haben, so weit zu kommen, dann... Irgendwas ist da doch. Naja, wie auch immer. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Hey, wartet mal. Lass uns mal zum Kantinenraum gehen. Ist schon mal Zeit fürs Mittagessen. Ja, okay. Oh Mann, das war so knapp. Und, konntest du was hören? Nein, leider nicht. Wir dürfen sie nicht aus den Augen lassen. Die planen doch irgendetwas. Ich spüre es ganz genau. Naja, vielleicht reden die ja beim Essen weiter. So, dann mal wieder zum Plan. Ja, das Wichtigste haben wir schon besprochen. Aber dennoch sollten wir nochmal alles in Ruhe durchgehen. Ganz vorsichtig, ganz unauffällig. Und bloß nicht überschlafen. So. Ich glaube, von hier aus kann ich sie ganz gut hören. Na dann, mal unauffällig mithören. Ja, ich denke auch, das ist am besten so. Also erstmal warten wir, bis es Nacht wird. Genau, es ist schon alles vorbereitet. Wir brauchen nur noch jemanden, der, Hey, was ist was? Was guckst du? Ich wollte die Bestellung aufnehmen. Bestellung? Seit wann gibt es denn im Gefängnis eine Bedienung? Wir mussten uns unser Essen eben auch eben selbst holen. Das ist ein neues Geschäftsmodell, jawohl. Ich hole Ihnen gleich mal ein Getränk aus Haus. Bis gleich dann. Aber wir müssen das Essen doch hier gar nicht bezahlen. Was für ein komischer Vogel. Naja, also weiter zum Plan. Also ich finde, das lief jetzt nicht so ganz nach Plan. Ja, das habe ich auch gemerkt. Konntest du denn wenigstens irgendetwas hören? Nein, leider nicht. Aber zumindest nichts Genaues. Aber ich konnte hören, dass sie einen Plan haben. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was für ein Plan. Ich glaube, sie wissen, dass wir sie belauschen. Sie werden immer aufhören, wenn sie merken, dass einer von uns in der Nähe ist. Aber ich glaube, ich habe schon eine Idee, wie wir das Ganze lösen können. Dafür muss ich nur einmal kurz mit Tony sprechen. Ich soll was machen? Dich als Kevin verkleiden und Undercover unter die Gefangenen mischen. Wir brauchen jemanden, dem die anderen Gangster vertrauen. Und nur so kommen wir an die Informationen, die wir brauchen. Also ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Was ist, wenn sie mich erkennen? Ach Quatsch, das letzte Mal haben sie auch keinen Verdacht geschöpft. Komm schon, Tony. Du bist unsere einzige Hoffnung. Wir wissen, dass sie etwas planen, aber wissen nicht was. Und Kevin vertrauen sie. Dem verraten sie ihren Plan bestimmt. Na gut, wenn es unbedingt sein muss, dann verkleide ich mich als Kevin. Wenn sie irgendwas planen, dann finde ich das heraus. Hauptkommissar Tony Räuberschreck übernimmt den Fall. Die Gerechtigkeit wird siegen. Wie gut, dass wir noch Klamotten von ihm hier hatten. Ja. Jetzt fehlt am Ende nur noch der Helm und dann ist die Verkleidung perfekt. Na dann, Tony. ich meine natürlich, Kevin, du bist hiermit verhaftet. Ah, der Plan ist echt gut, muss ich echt sagen. Also ich, total guter Plan. Es wird auf jeden Fall klappen. Es fehlt nur noch eine Sache. Ja, aber die kriegen wir auch noch. Hey Leute, was macht ihr denn hier? Hä? Wow, was macht ihr denn hier alle hier? Kevin, was machst du denn hier? Du warst auf freiem Fuß. Ja, war ich, aber die haben mich wieder geschnappt, bevor ich fliehen konnte. Wie jedes Mal eigentlich. Aber irgendwann schaffe ich das noch. Oh Mann, aber hey, du kommst uns eigentlich ganz gelegen. Wir planen da gerade was. Hahaha, Jackpot. Hui, ihr plant was? Was plant ihr denn?
Wir planen den größten Ausbruch des Jahrhunderts. Wir bereiten uns gerade seit Wochen darauf vor. Wir sind alles so oft durchgegangen. Und uns fehlt nur noch eine einzige Sache. Den Ausbruch des Jahrhunderts? Wow, und was fehlt da jetzt noch? Naja, also es gibt in diesem Gefängnis nur eine einzige Zelle mit lockeren Fliesenboden. Die stand die ganze letzte Woche leer, aber wir wissen, dass sie dich da immer wieder da reinsperren. Also perfekt. Also, nimm das hier, Kevin. Ein Löffel? Warum genau gibt ihr mir einen Löffel? Na, du bist in der Zelle mit den lockeren Fliesenboden. Das heißt, du wirst unseren Fluchttunnel graben müssen. Hiermit. Alles andere haben wir schon längst organisiert. Der Fluchtwagen wird auch bereitstehen. Es kann nicht schiefgehen. Also, bist du dabei? Ich weiß jetzt ihren Plan. Ich könnte sie direkt verpfeifen, aber wenn ich ein bisschen mitspiele, dann können wir sie auf frischer Tat ertappen. Okay, ich mach mit. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gute Entscheidung. Also, wenn wir alle in die Zellen gesperrt werden und es Nachtruhe ist, fängst du an zu graben. Und kurz nach Mitternacht kommen wir zu dir in die Zelle. Dann fliehen wir alle durch den Tunnel, steigen in unser Fluchtfahrzeug und dann geht's ab in die Freiheit. Okay, so machen wir es. Wäre ja nicht der erste Tunnel, den ich grabe. Toni, bist du sicher, dass der Plan funktioniert? Und sie haben auch keinen Verdacht geschöpft? Das wird funktionieren, ganz sicher. Der Tunnel muss einfach nur rechtzeitig fertig werden. Ich gebe mein Bestes, Herr Räuberschreck. So, Toni, es ist wirklich alles vorbereitet. Ich werde dann gehen, Toni. Alles klar, Hagrid. Ich komme zurecht. Wir sehen uns später. Wow, er hat es tatsächlich geschafft. Ich bin begeistert. Da seid ihr ja! In der Tat. Wow, du hast es wirklich geschafft, den Tunnel zu graben. Nicht schlecht. Kommt der Tunnel genau da raus, wo wir es dir gesagt haben? Ja, passt alles perfekt. Wenn das Fluchtauto da ist, können wir direkt abhauen. Sehr gut. Na dann, Männer, die Monate des Planens haben sich gelohnt. Auf in die Freiheit! Haha, das knappt ja wie am Schnürchen. Jetzt schnell hinterher, bevor sich Verdacht schöpfen. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Ah, wir sind hier nicht draußen, oder? Wir sollten eigentlich draußen sein. Hä? Oh, also, Kevin, wir sind in einer anderen Zelle rausgekommen. Du solltest doch den Tunnel bis vor die Mauer graben. Wie soll es denn hier das Fluchtfahrzeug abholen? Los, zurück, zurück, Männer. Wir müssen es ein anderes Mal versuchen. Nicht so schnell. Hände hoch. Ah. Kevin? Hast du uns etwa verraten? Ja, ich habe euch verraten. Nur mit dem kleinen Unterschied. Ich bin nicht Kevin, sondern Toni Räuberschreck. Und ihr seid genau in unsere Falle getappt. Was? Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Oh, ich wusste doch, dass er irgendwie anders aussieht. Kommen wir jetzt ins Gefängnis? Na, wir sind doch schon im Gefängnis. Oh ja, stimmt ja. Ja, nun, ihr werdet noch eine ganze Weile hier im Gefängnis bleiben müssen. Und diesmal habt ihr keine Chance zu fliehen. Officer Hagrid, bring die Herren doch bitte in ihre Zelle zurück. Haha, mit dem größten Vergnügen. Hey Leute, wer hätte gedacht, dass ich mich mal so oft als Verbrecher verkleiden muss, um Verbrecher zu schnappen? Mögt ihr solche Undercover-Folgen? Dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch den Kanal. Klickt dazu einfach auf das runde Panda-Logo hier oben links im Bild. Und mehr spannende Abenteuer aus Bandido City gibt es hier rechts im Bild. So, jetzt viel Spaß beim Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.